Und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial oder beziehungsweise zu einem kleinen Infovideo. Ja, ich blätter das hier gerade mal durch. Ich habe mir einfach mal ein Safe Game gedownloadet, wo mal ein bisschen mehr Geld drauf ist, wo man schon alles freigeschaltet hat, um euch heute mal ein bisschen zu zeigen, was so an diesem schönen LKW noch vielleicht möglich ist, was man vielleicht upgraden kann, wie alle Fahrzeugteile aussehen und so weiter und so fort. So, und gehen wir auch mal direkt rein und gehen mal auf Ausrüsten. Ja, hier kann man jetzt drei Kabinensätze machen. Das ist der erste und das ist der zweite. Man sieht hier den Unterschied. Dann hat man hinten eine weitere Schlafkabine. Das Dach ist logischerweise etwas höher. So, dann können wir hier auch noch die Achsenverteilung logischerweise vergrößern. Dann können wir hier vier Motorklassen einstellen. 550 PS ist hier das höchste aktuell. So, dann hier das Getriebe. Kann man sich hier durchblättern. Von 10 Speed, 13 Speed. Und ich habe hier gerade den 4500 6 Speed Retarder drinne. Dann kann man sich noch das Innenleben bisschen aussuchen. Ich mache das mal so, kann man das besser sehen. Jeweils hier der Unterschied, auch an der Tür hier zu sehen, welcher Farbe man das haben möchte. Ich würde mich, glaube ich, so zufrieden geben. Dann logischerweise gibt es hier ganz viele Skins. Hier kann man jede Farbe spielen, wie man möchte. Aber lassen Sie nur so gelb-rosa, nein. Dann gibt es natürlich auch noch die Metallic-Farben, die man hier so haben möchte. Ich kann jetzt so rosa machen, dann ziehe ich hier noch ein bisschen weiß rein. Und schon hat man einen individuellen Truck, der vielleicht ein bisschen ausgeblichen aussieht. Also das kann man hier alles visuell, wie man möchte, einstellen. Dann gibt es natürlich hier fertig geskinnte Sachen noch, wo man zur Not auch noch die Farbe anpassen kann, wie zum Beispiel bei dem jetzt hier. Man möchte kein Gelb haben, sondern Grün. Ist für mich persönlich jetzt ein Tick zu grell. So könnte man das machen. Oder USA-Farben. Oder ein Bär hier drauf. Also da gibt's so schöne Skins, die man machen kann. So, jetzt hier zu den Anbauteilen. Hier vorne kann man sich ein Nummernschild machen. Dann schreibe ich mal Hallo rein. Und hier schreibe ich jetzt Pussy rein. Und dann steht das da auch schön drinne. Ich persönlich finde die Schilder ein bisschen groß, aber das ist ja die USA. Dann kann man sich hier noch die Spiegel ändern, passend zum Design oder lieber doch nicht oder schlicht und einfach. Dann gehen wir hier vorne mal ran. Kann man sich hier noch eine Stoßstange dran machen. Beziehungsweise der Spoiler, so rum, sorry. So, das können wir x'en. Dann kann man sich hier unten auch nochmal was ändern. Dann logischerweise die Reifen, welche man nimmt. Ich habe jetzt die letzten genommen. Und dann natürlich auch noch die Radkappen. Da hat man so viel zur Auswahl. Das ist echt der Wahnsinn. Denn das Seitenboard kann man hier auch ändern. Passend zum Design oder langgezogen, wie man es haben möchte, ja. Ja, hier hinten kann man die schönen Dinger auch noch ändern, was einem besser passt. Wenn ich zum Beispiel hier das Reifen habe ich ja hier angepasst. Mach das hier. Nimm diese. Passt das automatisch da drüben an und nicht so wie bei ETS, dass man das überall einzeln machen, sondern das wird Gott sei Dank Copy-Paste gemacht. So, dann kann man hier vorne noch zwei Spiegel ranhängen. Und hier kann man auch einen Spiegel ranhängen. Dann sieht das Ganze so vorne aus. Jetzt würde hier rein theoretisch das Nummernschild ein bisschen stören. Deswegen, ich nehme das mal wieder weg. Und das auch weg.
Aber wie gesagt, ist nicht bei jedem LKW so. Da wir dachten, so, jetzt sieht man die Spiegel hier besser. In dem Fall. So, was haben wir noch hier? Die Türgriffe kann man noch ändern. Muss da mal dichter ran. So. Dann kann man das auch sehen, den Unterschied, wie man es haben möchte. Ja, hier Seitenteile hatten wir schon. Dann den Auspuff kann man sich auch noch ändern. Da mal rausscrollen. Ein Auspuff, zwei. Oder der Auspuff soll nach unten weggehen, wie man haben möchte. Ja, das war es jetzt eigentlich so zu den ganzen Tuning-Teile, die man hier hat. Man kann sich das Ganze natürlich auch noch mit Licht angucken. Man kann das hier so wunderschön sehen. Mit Licht aus. Licht an, Licht aus, Licht an und so weiter und so fort. Man kann ja auch noch ein schönes Foto schießen. Das Foto habe ich jetzt auch gemacht. Und ich würde sagen, ich würde ihn sogar fast so lassen. Aber ich würde, glaube ich, hinten den Auspuff doppelt so machen. Sieht, glaube ich, geiler aus. Ja, das war so ein kleines Infovideo, was alles möglich ist. Also strengt euch an, erarbeitet euch hoch und dann könnt ihr das auch alles machen. Ein Tipp, ab Level 20 ist soweit alles freigeschaltet für euch. Dann könnte man alles auftunen. Ja, wir sind raus. Bis dann. Tschüss.